Hallo zum Tageshoroskop vom 19.07.2023. Wir haben die Wochenmitte erreicht und schauen natürlich wieder, wie die Sterne an diesem Tag stehen. Ja, und da nehme ich das altbewährte Mitternachtshoroskop hier, für die, die noch nicht so lange hier dabei sind. Und das ist auf Berlin berechnet. Das heißt, für den deutschsprachigen Raum gilt das hier. Da sind die Koordinaten im Prinzip alle sehr, sehr ähnlich. Und die Planetenstände sind natürlich weltweit so. Das heißt, wir haben die Sonne natürlich weiterhin hier Ende Krebs. Dementsprechend haben wir hier immer noch starke Ausrichtung auf Privatleben, Familienthemen, ja, auf die Gefühlsebene. Das ist auch so, dass man bei Aktionen stark von der Intuition geleitet ist. Und das ist dann auch dementsprechend erfolgversprechend, wenn man da sehr stark auf die Intuition hört. Ja, und dazu haben wir heute den Mond den ganzen Tag im Löwen. Dementsprechend haben wir eine sehr starke sommerliche Ausrichtung im Löwen. Da möchte man die Sonne genießen, da möchte man das Leben genießen, da möchte man hier auf die Bühne, da möchte man feiern, Spaß haben, so am Badesee sich vergnügen. Ja, halt eine schöne auf einer Sommerwiese liegen oder einen schönen Grillabend. Ist ja ein Feuerzeichen, also da passt so ein Grillfest natürlich auch. Also all diese Dinge, die so ein bisschen mal relaxen lassen und so, also ein bisschen luxuriöser sind vielleicht auch. Man darf sich gerne mal so ein bisschen wie ein König fühlen. Und parallel dazu haben wir weiterhin natürlich Merkur hier auch im Löwen. Und Merkur ist zusammen mit dem Asteroid Fanatiker immer noch. Das heißt, es gibt immer noch starke Ausrichtungen in Gesprächen oder Unterhaltung, so wo ja einer sehr extrem auf seiner Meinung beharren kann. Und wir haben auch weiterhin die Spannung hier von Merkur zu Jupiter, die hier also langsam abklingt, aber die natürlich hier noch zu sehen ist. Und Merkur-Jupiter, die Spannung bringt viel Reiseverkehr, viele Gespräche immer noch, aber natürlich auch ideologische Ausrichtungen und dementsprechend Konflikte vielleicht. Weil natürlich der Merkur-Fanatiker dementsprechend hier sowas stark forcieren könnte. Ansonsten ist natürlich auch ein sehr intensiver Wille, quasi vielleicht im Bereich Handel zu expandieren. Also die Herausforderung, im Handel zu expandieren insgesamt oder überhaupt Pläne für eine Expansion, kann das hier auch anzeigen. Ja, und Merkur ist auch weiterhin noch in der ja auch etwas abnehmenden Spannung jetzt zu Neptun, also im anderthalb Quadrat. Und das bringt also natürlich auch viele Sehnsüchte aktuell. Das kann natürlich sein, dass man hier Nachrichten hat vom Meer oder vom Wasser oder von Fluchtthemen. Und also zum Beispiel gab es jetzt gerade diese Nachricht von einem Menschen, der hier monatelang irgendwie verschollen auf einer Insel überlebt hat, wie bei Tom Hanks mit Castaway. Also, und der, das ist ja glücklich jetzt ausgegangen, der wurde da ja wieder quasi in die Sicherheit gebracht, in die Zivilisation sozusagen. Und das ist also eine Nachricht, die vom Meer kommt und in Spannung zu Jupiter einerseits Erfolg anzeigt, aber auch ja mit Entfernung und Reisen zusammenhängt. Also das kann man unter anderem sehen, aber natürlich auch, wir haben ja außerdem noch das Sextil von Neptun zu Pluto und das beschreibt zum Beispiel, die sind ja im Sextil und Sextil ist eigentlich ein positiver Aspekt und beschreibt dann hier den Überlebenskampf im Meer oder mit der Flucht hier auch. Also das kann hier zum Beispiel auch angezeigt sein. Und die beide zeigen ja immer noch auf die Venus und dementsprechend, da bin ich jetzt hier ein bisschen abgerutscht, aber auf die Venus zeigen die beide hier. Und das kann also dann sein, dass es hier um Werte geht, um Sicherheiten, die hier im Zusammenhang stehen mit dem Meer oder und mit der Krise zum Beispiel. Ist halt eine Variante davon. Ja, und genau, zu Merkur Jupiter und Merkur Neptun will ich noch kurz sagen, zwei Sachen. Und zwar, zum einen ist ja jetzt gerade vor kurzem die Jane Birkin verstorben, die Schauspielerin.
die in diesem wunderbaren Film Blow Up heißt er, glaube ich, genau. Also wo kaum gesprochen wird. Dieser künstlerische Film, den ich mal vor längerer Zeit gesehen hatte. Auf jeden Fall, die ist ja in Frankreich sowieso sehr populär gewesen und die ist halt verstorben. Und ich hatte ja schon vor längerer Zeit mal gesagt, dass viele Schauspieler momentan ja, versterben könnten, weil der Saturn Trennung anzeigt oder auch das Ende. Und der ist hier im Zeichen der Schauspieler, der Medien halt auch. Und jetzt haben wir Neptun als ja, Herrscher von den Fischen und Symbol für die Schauspielerei in Spannung zu Merkur, also Nachrichten von Schauspielern, die hier quasi für Herausforderungen oder für Konflikte stehen. Das ist ja natürlich ein extremer Konflikt, wenn jemand dann stirbt. Und Merkur Jupiter, die Spannung zeigt halt die Nachricht aus dem Ausland, aber Jupiter ist halt auch insofern interessant, weil Jane Birkin war eine Schütze geborene. Und Schützen, also dementsprechend beschreibt das halt Nachrichten, die hier eine Spannung beinhalten, die Schützen betreffen können. Und Merkur ist ja auch noch im Zeichen der Bühne, im Löwen hier. Also dementsprechend hier, also starke, deutliche, ja, Ausrichtung hier auf diese Thematik. Und interessant ist auch noch, also sie ist ja Schütze und beim Schützen ist das halt sehr typisch für Schützen, dass die ins Ausland gehen und sie ist ja auch in London, glaube ich, geboren, also in England auf jeden Fall geboren und hat dann in Frankreich gelebt. Also das ist so ganz typisch für die Schützen, dass die ihre Heimat verlassen. Also wenn nicht wirklich so, dann in der wenn nicht in der Realität, dann zumindest im Kopf. Ja, also das kann natürlich auch sein, dass jemand dann geistig viel verreist. Ja, und genau, Merkur, Jupiter und Merkur Neptun, das kann halt auch also Merkur Neptun beschreibt also Nachrichten im Zusammenhang mit Wasser und ich habe halt gestern eine Wasserrechnung hier bekommen und das war eine Erhöhung. Jupiter steht ja für den Wachstum. Und da das in Spannung steht, ist das dann halt quasi schwierig behaftet hier, oder? War natürlich jetzt nicht so erfreulich, aber ist jetzt auch nicht tragisch. Aber es ist halt einfach nur, ich hab dann geschmunzelt, weil ich ja wusste, dass wir diese Konstellation haben. Ja, und dann, genau, haben wir noch ein paar, also viel Reiseverkehr weiterhin hier, besonders auf See vielleicht aktuell. Genau, dann haben wir den weiteren Aspekt, der hier momentan sehr stark betont ist, und zwar Saturn in Spannung zu Mars. Und diese Spannung bringt natürlich weiterhin viele Nachrichten zum Krieg in der Ukraine. Der ist natürlich, der ist ja nicht vergangen, nur weil ich nicht so oft darüber berichte. Also wenn es so wäre, wäre es natürlich schön. Also es ist natürlich ganz gut, wenn man manchmal die Dinge auch ausblendet, weil das natürlich dann so ein kosmisches Gesetz ist, das, was man quasi ausblendet, das findet dann in der Realität natürlich auch nicht so statt. Aber davon mal abgesehen ist es so, dass wir hier quasi, wir hatten ja gerade so eine Explosion bei der Krimbrücke. Und Saturn ist natürlich hier die Befestigung und auf dem Wasser, also quasi die Festung auf dem Wasser oder der steinerne Weg auf dem Wasser. Saturn ist ja ein Erz, also der Herrscher vom Erdzeichen Steinbock. Die Steine, die über das Wasser führen, ja, die stehen in Spannung zum Krieg und dann gab es halt hier eine Explosion. Und daneben ist es weiterhin, ich sagte ja die Tage, es kann auch hier für extreme Hitze stehen, also Einschränkungen durch Hitze. Jetzt kann man natürlich berechtigte Kritik äußern, dass wir das ja hier gar nicht haben. Also erstmal ist natürlich diese Mars-Saturn-Spannung überall auf der Welt. Wir haben ja im Süden stärkere Temperaturen, auch wenn da natürlich ziemlich gefaked wird. Also es war ja, glaube ich, in den Tagesthemen so, dass dann da die Bodentemperaturen angegeben wurden mit 48 Grad. Irgendwie, das ist natürlich schon sehr skurril. Naja, auf jeden Fall ist diese Spannung von Mars zu Saturn, kann aber also auch für unsere Region hier einfach die Regeln, Saturn sind ja auch die Regeln, die Maßregelung in Spannung zu Hitze anzeigen, die dann politisch motiviert ist, weil Pallas hier auf dem Mars steht. Das heißt, selbst wenn es gar nicht heiß ist, kann es sein, dass durch die Konstellation hier quasi so Regeln oder Verhaltensregeln hier in Bezug auf Hitze in die Welt kommen. Ja, und daneben kannst im Sport jetzt gerade vielleicht Hindernisse anzeigen oder Blockaden in irgendeiner Form.
Kann aber auch Ausdauersportleistungen betonen. Also das wäre natürlich eine positive Variante davon. Ja, und ansonsten kann es gerade für Brüder oder für Söhne Blockaden anzeigen in irgendeiner Form. Das wäre auch denkbar natürlich. Ja, das dazu. Ach so, genau. Und Brände natürlich, Feuer, also Waldbrände, aber auch Sonnenbrand kann das anzeigen. Und wir hatten jetzt zum Beispiel hier in Hannover, gerade wo ich ja lebe, in Hannover haben wir gerade eine Verpuffung, hatten wir gerade von einem Haus in der Innenstadt hier in einem Stadtteil. Und da gab es also quasi, das ist natürlich dann auch hier Maß, ist das Feuer, wie gesagt, und dann gibt es Einschränkungen dadurch. Und das passt dann in diese Zeit, auch wenn es natürlich auch sehr traurig ist dann für die betreffenden Personen. Ja, und weiterhin haben wir genau die Spannung langfristig hier von Uranus und dem dunklen Mond. Uranus steht ja mit dem Justitia zusammen, das heißt, es kann gerade besonders in Bezug auf juristische Themen viele Konflikte oder Auseinandersetzungen geben oder Unzufriedenheiten, schon allein auch, weil zusätzlich ja Merkur in Spannung zu Jupiter steht. Also Jupiter ist ja juristischer Planet, Saturn sind die Gesetze, die stehen in Spannung zu Mars. Also könnte man sich jetzt wirklich über verschiedene Urteile aufregen, weil es sind halt wirklich sehr dynamische Aspekte in Bezug auf die juristischen Planeten Saturn und Jupiter. Und dann steht Justitia, der Justizasteroid, auch noch bei Uranus, was halt für viele, für Veränderungen stehen kann, aber auch für Aufregung. Und diese Aufregung oder Veränderung stehen dann in Spannung, also stehen dann im Kontext von Justizthemen, unter anderem oder Gerechtigkeitsempfindung. Das Ganze steht ja in Spannung zum dunklen Mond. Das heißt, es könnte sein, dass Wohnthemen hier einen dunklen Schatten haben, also Immobilien, Rechtsangelegenheiten oder auch einfach Familienthemen, vielleicht auch Todesthemen, also Erbschaften. Das kann natürlich auch sein. Der dunkle Mond beschreibt natürlich einfach dunkle Kapitel in der Familie, aber auch es kann auch natürlich juristische Themen im Zusammenhang mit dunklen Gestalten anzeigen. Also das kann natürlich optisch, aber auch charakterlich so sein. Ja, und das dazu, genau, und dann haben wir weiterhin auch noch Pluto in Spannung zum Mondknoten. Das ist ja auch die nächste große Spannung, die langfristig hier gerade zu erleben ist. Und diese Spannung steht einfach für Massenschicksale, die wir hier aktuell haben, aber auch für Herausforderungen in Bezug auf Beziehungen, vielleicht mit Eifersucht, mit Leidenschaft, fanatische Tendenzen, auch durch den Pluto natürlich leider. Oder ansonsten kann es aber auch eine sehr, sehr große Leidenschaft jetzt aktuell zeigen. Also dass man sehr, sehr vielleicht sehr sexuell ist, sehr erotisiert hier. Oder also Mars zu Saturn kann zum Beispiel, Mars ja auch ein Sexplanet sozusagen, also die Erotik betreffend. Das kann dann zum Beispiel einerseits Einschränkungen mit Saturn anzeigen, aber halt auch ja, Altersunterschied. Das könnte natürlich auch eine Herausforderung sein. Und ja, Pluto mit dem Mondknoten kann natürlich auch Erbschaften beschreiben oder kann also auch Steuerthematiken ja andeuten hier, die für die Masse hier eine Herausforderung darstellen. Aber auch einfach so Zwangsmaßnahmen vom Staat, die hier das Kollektiv betreffen, könnten für Ärger sorgen. Ja, Aszendent ist weiter im Widder. Das heißt, wir haben hier eine sehr energievolle Ausrichtung momentan, sehr spontan, sehr hitzig alles. Und das betrifft vielleicht den Arbeitsplatz oder oder Gesundheitsthemen. Und da geht man vielleicht strategisch vor. Ergebnis des Tages mit dem MC im Steinbock sind also Einschränkungen oder ja, Verantwortungsthemen, die auf der beruflichen oder politischen Ebene oder öffentlichen Ebene erlebbar sind. Folos noch dicht dabei. Es kann sein, dass Trennungen eine Rolle spielen, dass Beziehungen eine Rolle spielen, dass Beziehungen der Vergangenheit eine Rolle spielen oder auch, dass zum Beispiel Fehltritte jetzt aktuell eine Rolle spielen. Und das kann dann im Kontext stehen von, ja, zum Beispiel von politischen Grenzüberschreitungen, ja, sowas zum Beispiel. Ja, das findet so ein bisschen im Hinterhalt statt oder ja, geschlossenen Raum hier. Ja, und dann Neptun mit Child noch in Spannung, bringt immer noch vielleicht Unklarheiten mit Kindern möglicherweise oder Wasser kann hier in Spannung stehen zu Kindern, da muss man ein bisschen aufpassen vielleicht. Ja, und ansonsten wünsche ich dir einen wunderbaren Sommertag, genieß den Löwemond, bedanke mich für dein Interesse, freue mich natürlich über Liken, Teilen, Abonnieren meines Kanals. Wenn du einen Kommentar schreibst, hilfst mir natürlich auch hier zu wachsen oder wenn du eine Frage hast, so. Und ansonsten, wenn du eine Beratung buchen möchtest, kannst du mich gerne über das Kontaktformular anschreiben. Der Link ist unter dem Video. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Ist eine super Geschichte. Ja, und dann bis morgen. Alles Gute. Tschüss.